6 Jahre ist es her, dass sie sich das erste Mal auf Reisen schickten. With your feet in the air and your head on the ground. 6 Jahre stellten sie sich den härtesten Herausforderungen. Try this trick in Spain, yeah. Bereisten fremde Länder, machten wertvolle Erfahrungen und schworen sich Jahr für Jahr, dass sie sich so eine Scheiße nie wieder antun würden. Where is my mind? 6 Jahre sagten sie, sie hätten die Schnauze voll. Ihr leckt mich doch am Arsch, Mensch! 6 Jahre hieß es, man könne sich andere Idioten für den Schwachsinn suchen. Jemanden, der statt ihnen reisen würde. Fuck! Doch all die Jahre fand sich niemand, der so bescheuert ist. Bis heute. Justin Timberlake, Brad Pitt und Dwayne The Rock Johnson hatten keinen Bock auf den Blödsinn. Doch ein paar Kollegen und Freunde ließen sich überzeugen, für Joko und Klaas auf Reisen zu gehen. Tim Melzer. Ich mach nicht beim Ficky-Ficky-Film mit, ne? Sido. Ich möchte auf jeden Fall nicht mit einem Hai kämpfen. Thorsten ein Legert-Legert. Puh, puh, puh. Thomas Hai. Paulina Roginski. Steven Gätchen, Clüso, Jochen Schropp, Janine Michaelsen, Lena Meyer-Landrut und Johannes B. Moment, das kann nicht stimmen hier. Doch, das ist richtig. Der Seriöse vom ZDF? Ja, wirklich. Also, hatten sie auch gewundert, ja. Ja, komm mal weiter. Na gut. Und Johannes B. Kerner. Sie suchten die ultimative Herausforderung. Komm, lass es krachen. Das größte Abenteuer ihres Lebens. Was machen wir jetzt? Was geht's? Team Klaas. Jamaika! Gegen Team Joko. 3, 2, 1. Angst. Er ist doch krank. Wut. Es geht mir richtig auf den Pisser. Ohrfeigen. Johannes B. Kerner. Oh Gott, ist das hoch.